Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warship. Ja Leute, ich quatsch heute mal die Ansage, weil die Folge vielleicht nur auf meinen Kanal kommt. Aber ja. Die Calypso ist natürlich immer noch an meiner Seite ja. Und probiert es mal mit ihrer Technik da drüben an ihren PC aus. Ja, ja, noch eine weitere Einstellung bei OBS, ihr lieben Diemden, aber trotzdem habe ich weiterhin Probleme. Ich werde auf jeden Fall Mittwoch meinen PC schrotten. Das ist schön. Ja, also nicht wundern, warum ich hier dabei bin und zocke, weil ich schmeiße ja alles runter und habe ja nichts. Noch habe ich. Noch ist sie am Start, nur die Aufnahmen sind ein bisschen doof. Ja, noch brauche ich halt. Wenn man von Arbeit kommt, was soll ich machen? Hinsetzen und stricken? Nee. Ja, da kannst man du mir einen Schal halt ein machen? Mittwoch, dann habe ich auf jeden Fall Zeit und frei und dann wird Mittwoch auf jeden Fall geschrottet. Ich freue mich schon drauf auf die Explosion, die ich dann hier hören werde. Ja. Ja, und vielleicht, wie ihr schon alle seht, ihr Lieben, wargaming.net hat ein paar Premium-Schiffe rausgehauen. Sind das Premium-Schiffe? Ja, das sind Premium-Schiffe. Für einen geringeren Preis. Und da haben wir uns natürlich, nicht reichlich eingedeckt, aber uns mindestens 3 Schiffe gekauft. Das erste Schiff seht ihr schon, die Admiral Graf Spree, ihr Lieben. Ja, die Spree habe ich mir geholt, die Texas Eimer, das ist das wunderschöne Schiff. Und natürlich die Japaner, die müssen mit dabei sein. Das wäre die Ichisushi. Sushi! Ja, aber ich würde sagen, da mir eher die Kreuzer liegen, werde ich mit der Graf Spree in die Schlacht ziehen. Ich weiß nicht, was die Calypso nimmt. Ich nehme dasselbe, ihr Lieben. Ich habe mir nämlich dasselbe zugelegt, die 3 Schiffchen. Also, die sind ja runtergesetzt. Also jetzt in dem Spiel, wenn ihr in dem Spiel guckt, glaube ich, im Premium-Laden, gehen wir mal davon aus, die Graf Spree gibt es da zu kaufen. Kostet aber hier in dem Spiel, ich lüge jetzt einfach mal, denke mir mal eine Zahl aus, 20 Euro oder 30 Euro. Wenn ihr euch aber bei Wargaming.net anmeldet, ihr müsst angemeldet sein, dann seht ihr erst diese Angebote. Das sind Steam-DLCs und da kostet, was waren die Graf Spree? Ich glaube 4 Euro. 4,99. Die Texas 8,99 und die Easy Sushi, die Sushi auch 8,99. Also preismäßig doch kaufbar. Also, ja. Sollte man sich kaufen, wenn man das Spiel so gerne zockt. Kann ich nur empfehlen? Das ist richtig. Wir haben es getan und ich würde sagen, probieren wir mal. Und ich kaufe mir keinen Zerstörer mehr. Es gibt ja noch weitere Angebote, aber Zerstörer hole ich mir nicht mehr. Ich hatte ja mir die Agni geholt, aber ich wusste nicht, dass die Agni mehr auf Schießerei anstatt auf Torpedo verstecken. Ja. Alles klar. Die Agni? Nee, die Agni. Die muss ich halt noch ein bisschen leveln. Der Kapitän, der muss da echt hier auf, weiß ich nicht, hier. Wie heißt denn das jetzt? Helia, wie heißt denn das? Warte mal, ich hab's gleich. Tarnungsmeister. Ich muss die Agni bis Tarnungsmeister bringen, aber mit der fahren ist eine gruselig. Okay. Ich bin da schnell raus mit der Agni. Das war ein Fehlkauf bei der. Aber ja, jetzt habe ich. Ich würd's ja noch gut. Ja. Und ich habe mich wieder mal doppelt. Entschuldigung. Schande. Ja. Willst du jetzt ins Gefecht? Ich will jetzt ins Gefecht. Ich möchte endlich die Graf Spree ausprobieren. Na denn? Wie ich mit diesem kleinen Schiffchen klarkomme. Kann man noch mal was dazu sagen? Ist ein bisschen langsam. Schießt wie ein Schlachtschiff? Oder, oh, oder macht sie so viel Schaden wie ein Schlachtschiff? Wie waren das da? Ich glaube, hat Schlachtschiff Geschütztürme drauf, irgendwie so. 2 Stück vorne, hinten. Was? So wenig? Ja, aber dafür kommen 3 Murmeln raus. Nicht nur 2. Wieso habe ich ein H, ey? Ja, du bist schon drin? Wo habe ich H? Ja. Mal den Überblick. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich aufnehme, aber ich tue aufnehmen. Das ist hervorragend. Ich lasse auch laufen. Mal gucken, wie die Folge wird. Ohne Bild, aber ich werde die eh verwerfen. Ist halt nur ein Test jetzt bei mir. Oh, vielleicht funktioniert es noch und du kannst sie benutzen. Ja, aber man kommt da eine ganz andere Folge. Ich hab doch bei dir schon. Soll ich morgen 2 hochziehen? 2? Nee, den kann man doch verschieben. Die Schlacht beginnt.
Oder auch nicht, wie du willst. Gar nicht gesehen, hinten hat er Torpedo, die drehen sich. Nice. Alles klar. Wo wollen wir denn hin? Wir fahren dem Zerstörer hinterher. Gute Idee. Ich gehe mal ein bisschen vom Tempo runter. Und nicht die Seite präsentieren. Glück und ruhige Wasser. Ja. Oh, danke. Flugzeug habe ich auch hinten dran. Mein kleiner Flieger. Mein kleiner Flieger. Was? Keine Ahnung. Ich bin ein Graf, oh mein Gott. Mhm. Vielleicht sollte ich mal die Geschütztürme in die Richtung lenken. Wohin denn? Nach links? Ja. Ja, das wäre vom Vorteil. Das ist ein bisschen, ne? Definitiv. Was war das? Hast du es... Hat es gerade geschossen hier irgendwo? Madonna. Ach so. Ja, natürlich hat es geschossen. Guck mal, was da kommt. Oh nein, wie niedlich. Und direkt auf dem... Der geht wahrscheinlich nicht auf dem... Hörer. Gut, ich dreh mal ab. Abdrehen bringt nichts. Im Auge behalten und drauf zufahren, wenn sie kommen sollten. Drauf zufahren? Wenn sie kommen. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Aber ich glaube, die nimmt sich den Zerstörer. Ich sehe schon was. Ja, ich hab's auch. Ach, warte mal, wie wär's mal damit? Hast du getroffen? Ja, selbstverständlich. Und damit? Hier ist ein Zerstörer. Echt? Denn Flieger in die Luft und Kopfhörer an. Such nach Wahlen. Ja, die Wale, die höre ich schon. Ist nur die Frage, fahre ich den Zerstörer hinterher? Habe ich dazu Lust? Ich sollte auch mal irgendwann schießen, anstatt hier zu quatschen. Also das dauert nicht lange, wenn ich weg. Obwohl ich noch nicht mal meine Seite präsentiere. Autsch, Kollege. Nicht nett? Komm schon! Lad schneller! Raffspray! Ich werde die Folge nicht ins Internet stellen, vergiss es. Wie steht sie sich so? Ah! Haha, getroffen! Komm, Yoko! Hau doch nicht ab! Hinter einer Insel sich zu verstecken ist doof. Ah, die treffe ich nicht mehr. Hast du angehalten? Ich fahr rückwärts. Ach so, ja, dann, brenne. Na, 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 na. Oh, ich krieg wieder Schuss. Da kommt noch ein. So, jetzt kann ich. Das Schlachtschiff. Ins Visier nehmen. Ich hab's getroffen. Upsi. Wer brennt da hinten immer noch? Gönn dir. Ach, voll fett daneben. Die ist aber schnell unterwegs. Ah, das war zu. Ich glaube, die wollen zu unseren Flugzeugträger. Und da kommen die ersten kleinen Punkte. Ah, seitlich gezeigt. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber egal.
Problem gelöst. Oh, ich wollte vorwärts fahren. Haha. Ja, ich hab ein dämliches Insel in die Mühe. Feueralarm! Fahr doch nicht weg, kleiner Freund. Ausgewichen. Ah, ich werde euch mal meinen Rückzug. Jetzt wollen mich alle. Insel voraus. Ah, ich glaube, Problem ist noch nicht gelöst. Feueralarm. Aber ich habe eine Insel! Ich hau erstmal ab. Ich gucke nämlich. Ich mach Wiener Würstchen. Wiener Würstchen? Ja. Ding. Sehr schön. Imoyoko macht hier Inselsurfen da hinten. Katapultjäger ist hier zum Schiff zurück. Oh, mein Flugzeug ist wieder da. Ha, ich hab ihn getroffen. Sehr schön. Komm, lande, kleiner Mann. Hab ich mich gerade erschrocken. Aber es war nur mein kleiner Flieger, der gerade gelandet ist. Ich muss mal gucken, ob ich mich weiter hochheilen kann. Deswegen schipper ich hier hinten gerade ein bisschen rum. Ich lebe noch. Und das. Kreuze. Ich auch, also aber bin fast tot. Enorm. Wieso? Warte mal, lass mal gucken. Ich habe ganz viel eingesteckt. Ja. Wollte ich aber nicht. Ich habe ein paar Pünktchen mehr, Leben. Nee, ich kann mich noch einmal hochheilen. Darauf warte ich jetzt eigentlich. Ah, die zweite Runde mit der Grafspray ist es bei mir. Bei dir ist es die erste Runde. Ja. Komm schon, ein bisschen hochheilen kann ich mich noch. Nicht mehr. Ist nicht wundern, ich heile hier hinten. Ich komme nämlich gerade wieder in den Game-Bereich. Ach, ist das schön. Warst du im roten Bereich? Ich war im roten Bereich, aber sowas von. Ich hatte nur das Ja, alles klar. Raus. Oh, ich bin gelb. Wer hat mich hier entdeckt? Komm schon, ich will zurückschießen. Beschuss? Irgendwas da hinten. Ja. Da ist ja immer noch ein Zerstörer unterwegs. Nein. Kreuzer, es Zerstörer tut mir sind leid. Raus.
Der will, glaube ich, hier hinten lang. Wir sind nämlich die einzigen Schiffe, die hier noch sind, eigentlich groß. Mhm. Pass auf, da schießt was auf dich. Jojo. Ich komme mal von der anderen Seite. Aber du haust ja gerade ab. Hau nicht ab. Weich nur aus. Ja, er fliegt richtig. Ja, flieg genau dahin. Ja, nicht da, aber ja, die Richtung stimmt schon. War jetzt meinem Ende entgegen. Nein. Warum? Ach doch. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Du was? Oh. Mhm. Oh, wir sind ja nur noch vier Kreuzer. Doch, war richtig. Ja, Bursche. Meine Richtung geändert. Da hinten ist ein Schlachtschiff bei mir. Es tut mir leid. Katapultjäger in der Luft. Bin gleich raus. Schnell drehen. Komm, dreh das Schiff. Dreh das Schiff. Irgendwie. Dreh das Schiff. Dreh das Schiff. Dreh das Schiff. Dreh das Schiff. Oh. Oh. Sehr schön. Zurückdrehen. Die aber nicht. Die schießen die ganze Zeit permanent auf mich und ich hab hier, ich zieh keinen. Wie unfair ist das? Groß unfair, so mäßig. Und ich kann nicht schießen, weil ich einen blöden Berg vor der Nase habe. Voll fett daneben. Ah, treffe ich jetzt einen Berg? Ich treffe ihn nicht. Ah, hätte ja sein können. Hier ist ein Zerstörer. Ach nee, das ist er. Torpedos direkt voraus! Nein! Doch. Ich wollte eigentlich noch Torpedos machen, aber naja. Torpedos voraus! Ich hab mich sogar hinter einer beschissenen Insel hingestellt, hallo? So lebe ich da nicht länger. Oh, ich hab was getroffen mit einer Murmel. Aber nein, einer, also so. Einer schwirrt hier noch rum. Da bist du. Oh, okay. Ich hau mal ab. Oh, das ist mir zu viel hier. Oh, nicht weiter drehen, nicht weiter drehen. Das ist zu viel. Oh, oh, da kommt, oh, da kommen ja Bomber. Lass mich mal bitte hier weg. Problem gelöst. Es gibt Haue. Aber sieht aus, als ob sie an die vorbeifahren. Fliegen, sorry. Jetzt kommt
ist sie auf. Ah, oder? Ja, ja, du musst hinlenken, nicht weglenken. Hab ich so gehört. Ja, ja, aber ich hab sie gerade nicht gesehen, weil ich... Dreh dich. Ah, die treffen mich. Ich gehe eh unter, also. Da kann ich jetzt auch noch ein bisschen rumballern. Oh, Gottchen. 8 Kilometer, Torps. Hast du? Ja, 9 Kilometer. Ja, naja, wenn du weiter so fährst, dann sind es gleich 8. Kannst du jetzt schon mal drehen und Torps da in die Richtung. Vielleicht fährt er ja gerade weiter und naja. Ich glaube aber nicht. Du bist jetzt eh raus. Nee, brauchst keine Torps, um Gottes Willen. Jetzt bin ich schuld, weil sie dich raus. Pfeffern, wa? Ja, das Schlachtschiff wird jetzt auf mich schießen. Das war knapp. Okay. Hätte ja sein können. Aber gefühlt länger überlebt als sonst mit Kreuzern. Für dich. Also ich. Ach so, du. Ich wollte schon sagen. Bitte. Ja, naja. Ganz viele Schlachtschiffe. Das werden die beiden nicht schaffen. Ja, echt, der schickt doch schon los. Lass ihn doch. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Hafen. Mhm. Bin ich schon. Und würde auch sagen, wir werden hier einen kleinen Cut machen, ihr Lieben. Für die erste kleine Runde mit der Graf-Spray soll es ausreichen. Und in der nächsten Runde werden wir mal die Schlachtschiffe ausprobieren, die wir gekauft haben. Wen nehme ich denn? Die Texas oder die Sushi? Das kannst du dir dann aussuchen. Ich fahre dann mit. Wir werden es einfach sehen. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.